Niederbayern 100.de. Die 100 Sekunden Videonachrichten mit allem Wichtigen aus Niederbayern und der Region. Täglich aktuell ab 12 Uhr mittags. Immer wissen, was los ist. Präsentiert von Sanitätshaus Göldner in Eggenfelden, Pfarrkirchen, Simbach am Inn und Arnsdorf. Wir tun was für Ihre Gesundheit. Herzlich willkommen bei Radio Trausnitz Niederbayern in 100 Sekunden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit gegen zwei Bedienstete der JVA Straubing. Dabei geht es um verschwundene Gelder aus der Kasse der JVA Theatergruppe. Nach Informationen des Straubinger Tagblatts sollen über Jahre Gelder verschwunden sein. Die Rede ist von einem fünfstelligen Betrag. Heute beginnen die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD im Bereich Wohnen und Verkehr. Der Niederbayer Florian Brunold von der SPD und CSU-Minister Peter Ramsauer leiten die Gespräche. Brunold ist vor allem das Thema bezahlbare Mieten in den Städten wichtig. Der dramatische Anstieg der Mieten müsse gestoppt werden. Er will den Anstieg bei Neuvermietung auf 10% begrenzen, so der niederbayerische SPD-Politiker. Dieser Unfall hat vergangene Woche Niederbayern entsetzt. Auf der B11 bei Eching im Landkreis Landshut stürzt ein Rollerfahrer. Wenig später wird der Mann überfahren und getötet. Nun bittet die Polizei um Hilfe. Es ist möglich, dass der Rollerfahrer stürzte, weil ein Gegenstand auf der Straße lag. Nun sucht die Polizei Landshut Zeugen, die dazu Hinweise geben können. In Dingolfing haben Unbekannte aus einem Autohaus einen VW Golf geklaut. Der Diebstahl muss in der Zeit zwischen Samstag und Montagmorgen stattgefunden haben. Neben dem VW Golf im Wert von rund 30.000 Euro nahmen die Täter auch noch die Schlüssel aller auf dem Gelände abgestellten Gebrauchtwagen mit. Die Polizei bittet um Hinweise. In Essenbach ist gestern eine Versorgungslücke geschlossen worden. In Altheim hat eine Filiale der Drogeriemarktkette DM eröffnet. 7 neue Arbeitsplätze wurden geschaffen. Zur Eröffnung hat sich Essenbachs Bürgermeister Fritz Wittmann eine halbe Stunde selbst an die Kasse gesetzt. Das eingenommene Geld wurde an den Kinderhort in Essenbach gespendet. Weitere Nachrichten unter radio-trausnitz.de.